Hallo und herzlich willkommen, liebe Studierende. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei YouTube eure eigenen Screencast hochladen könnt. Hierfür klickt ihr oben rechts auf Anmelden und könnt entweder direkt die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben oder falls ihr schon einmal eingeloggt wart bei YouTube, müsst ihr hier unten klicken, mit einem anderen Konto anmelden und dann Konto hinzufügen, damit ihr die E-Mail-Adresse eingeben könnt. Die E-Mail-Adresse findet ihr in dem Beitrag zu den Aufgaben im Modul D in dem Bereich für die zweite Woche. Diese könnt ihr einfach kopieren, müsst dann aber natürlich das @-Zeichen sowie den Punkt noch einmal einsetzen und dann das Passwort, welches wir euch per Mail zugesendet haben, einfügen. Dann klickt ihr auf Anmelden und werdet automatisch weitergeleitet. Nun habt ihr hier oben die Möglichkeit, das Video hochzuladen, welches ihr erstellt habt. Und könnt dies ganz einfach per Drag and Drop machen. Ich habe hier zum Beispiel ein Video in dem Ordner OBS und möchte das hochladen und kann das Video ganz einfach hier hineinziehen. Nun beginnt YouTube direkt mit dem Hochladen. Ihr könnt noch eine Beschreibung hinzufügen oder auch den Titel ändern. Ebenfalls könntet ihr auch Text hinzufügen, wie ihr das auch schon aus den Beiträgen kennt. Und ihr könnt einstellen, ob das Video öffentlich ist oder privat, sodass halt vielleicht nur Leute das sehen können, die den Link zu dem Video haben. Wenn YouTube fertig ist mit der Verarbeitung, seht ihr das hier oben, Verarbeitung abgeschlossen, und ihr könnt das Video veröffentlichen. Dafür klickt ihr hier oben auf den Button Veröffentlichen und ihr erhaltet direkt einen Link, wo ihr das Video aufrufen könnt und könnt dann sehen, dass es geklappt hat. So einfach ist es bei YouTube, ein Video hochzuladen. Ich hoffe, ihr habt auch keine Probleme damit. Ansonsten schreibt uns ins Forum oder eine Nachricht. Bis zum nächsten Screencast.